Guten Abend, willkommen bei Hamburg Stream, der Plattform von Hamburger Musikern für Hamburger Musiker. Heute Abend erleben wir das zweitletzte Konzert unserer dritten Staffel. In einer Woche, am 21. März, pünktlich zum Frühjahrsbeginn, starten wir in die vierte Staffel, die uns durch den Rest des Jahres begleiten wird. Ich freue mich ganz besonders auf das Konzert heute Abend. Wir haben nämlich bei den letzten Besuchen klassischer Künstler bei uns gesehen, dass durch die Programmzusammenstellung ganz besondere Eindrücke hervorgerufen werden können. Und so ist es auch heute. Johanna Röhrig und Yoko Yamada werden für uns die E-Moll-Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchel-Verzeichnis 304, seine einzige Sonate in E-Moll, in Moll, spielen, die er unter dem Eindruck des Todes seiner Mutter geschrieben hat. Wir werden ein ganz anderes Stück an zweiter Stelle hören von Arvo Pärt, der estnische Komponist mit Jahre 1935, der es als einen der ganz wenigen zeitgenössischen Komponisten zu großer Bekanntheit gebracht hat und der einen ganz eigenen Stil gefunden hat von einer Minimalität, die vielleicht auch im Jazz, gewissen Richtungen von Jazz heute, einen Spiegel gefunden hat. Das Konzert wird abgeschlossen mit der Sonate in A-Dur von César Franck. César Franck war ein Organist und Komponist in Frankreich, der, wie später Olivier Messiaen, an einer Kirche in Paris die ganze zweite Hälfte seines Lebens als Organist aktiv war. Ich freue mich mit Ihnen auf dieses Konzert. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, dann bitte nicht zögern, im YouTube-Chat sich melden. Wir haben am Schluss eine Gelegenheit zum Gespräch mit Johanna und Yoko. Viel Vergnügen mit Johanna Röhrig und Yoko Yamada. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, hallo, auch von uns. Das ist meine fabelhafte Pianistin Yoko und ich bin Johanna. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Yoko und ich kennen uns schon seit ungefähr 6 Jahren und haben trotz meiner Zeit in London, wo ich die letzten 4 Jahre verbracht habe, immer guten Kontakt gehalten und Konzerte zusammengespielt. Und das ist tatsächlich jetzt das erste Konzert, das wir Corona-bedingt auch seit langem wieder zusammen spielen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf heute Abend. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Christopher hat die Stücke, die wir am heutigen Abend spielen werden, vorhin bereits so wundervoll angekündigt, dass wir tatsächlich nur noch ein paar Worte jeweils sagen möchten. So, jetzt spielen wir dann Fratres von Avo Pärt. Das Stück hat dann 9 Variationen. Und übrigens, Fratres bedeutet so Geschwistern, quasi Geschwistern und Schwestern oder so ganz enge so Beziehung. Avo Pärt hat dann für verschiedene Besetzungen dieses Stück komponiert und heute spielen wir dann für Geige und Klavier. Viel Vergnügen. Thank you.
Das nächste und letzte Stück, das Jürg und ich heute Abend für Sie spielen werden, ist die berühmte Sonate von César Franck, die tatsächlich nicht als Sonate für Geige und Klavier, sondern als Sonate für Klavier und Geige bezeichnet wird, weil sie so ungleich schwieriger ist für Klavier. Und das Klavier, glaube ich auch, sind wahrscheinlich 40 Seiten oder so bei Yoko, während ich wahrscheinlich 10 habe. Das heißt, es ist quasi ein Klavierkonzert und eine Meisterleistung von Yoko, das heute zu spielen. Wir haben das beide schon öfters mit anderen musikalischen Partnern quasi gespielt. Und heute ist es aber das erste Mal, dass wir diese Sonate zusammenspielen, was auch in der Arbeit miteinander total interessant war, weil wir natürlich beide mit unseren eigenen Vorstellungen kamen und dann, glaube ich, aber eine gute gemeinsame Vorstellung jetzt auch gefunden haben. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vielen, vielen Dank euch, Johanna und Jakob, für das tolle, tolle Konzert, für diese schöne, schöne Musik. Es ist wie immer fast unmöglich, Worte zu sagen, wenn man solche Klänge gehört hat. Ich komme jetzt doch zu den Fragen, weil es gab tatsächlich ein paar aus dem Publikum, die waren auch ganz interessant. Eine zum Beispiel war, wie ist das mit Fratres? Für welche Besetzung wurde denn das ursprünglich geschrieben? Wie ist das gedacht gewesen? Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich habe sie recherchiert, ich kann sie beantworten. Das, gut, dann gebe ich die Frage gleich an dich weiter, Christoph. Avopert hat das Stück 1977 geschrieben. Avopert hat verschiedene Schaffensperioden durchlaufen. Er hat angefangen als eher zwölftöniger Komponist und hat sich dann eine sehr religiös, fast gregorianisch angehauchten Welt zugewandt. 1977 schrieb er Fratres für Streichorchester. Und das Interessante ist, dass es mittlerweile 17 Versionen gibt, die sind da aufgezählt, da wo ich nachgeguckt habe. Ich kenne noch eine 18. für 12 Posaunen. Die Instrumentationen sind von bis. Also genau, also es ist nicht, er hat das glaube ich selber nicht, es ist, steht da auch nicht, welche Instrumentation er selber orchestriert hat. Interessant an der Version für Geige ist ja das, dass die ursprüngliche Version, dass da der Geigenpart gar nicht existiert, es ist nur der Klavierpart. Es sind nur diese Akkorde und das Element, was dazwischen kommt und dann wieder diese Akkorde und das folgt einem ganz, ganz strengen Gesetz, das er sich da ausgedacht hat. Es ist faszinierend, das zu verfolgen. Insofern ist die Geige also so wie eine Art Solo, was er da geschrieben hat. Es ist aber auch bei der Version, finde ich, besonders schön, dass er die Geige mit diesem langen Solo anfängt, in der diese harmonische Struktur schon drin versteckt ist. Es gibt ein ganz faszinierendes YouTube-Video, was diese harmonischen Strukturen, die ja dem Stück über die ganze Länge hin zugrunde legen, dann visuell einmal aufzeigt. Und dann laufen da wirklich so zwei Tachos quasi zeigen, ja, jetzt geht's einen Schritt hoch, einen Schritt runter, da geht's zwei Schritte hoch, zwei Schritte runter und dann drei Schritte hoch, drei Schritte runter und dann wird das Ganze umgedreht. Genau. Und das ist wirklich faszinierend. Es ist toll, weil es ist ein total einfaches Prinzip. Genau. Und hätten wir auch schreiben können. Ja, genau. Da. Also. Genau. Und es gibt aber diese fantastische Musik hier. Ja. Es sind nur drei Stimmen. Und genau. Die plus das Solo. Genau. Das ist wirklich toll. Genau. Was gab es denn noch für Fragen? Ich habe ja meinen digitalen Spickzettel dabei. So, doch, er arbeitet mit mir. Wo haben wir denn? Das fand ich auch interessant. Seid ihr manchmal in Versuchung, die Stücke nach eurem Empfinden weiterzuentwickeln? Und wenn ja, oder anders gefragt, wahrscheinlich auch, wie ist das denn, wenn man Musik spielt, die schon so oft gespielt worden ist, und man spielt sie, also ist eine müßige Frage, weil ihr habt das Wort jetzt ihr, das war so toll und alles, das ist ja unverwechselbar in dem Sinn, ja. Und trotzdem ist jedes Mal ist dieselbe Partitur, dieselben Noten. Möchtest du? So, zum Beispiel diese Mozart-Sonate, E-Moll, was wir dann heute zuerst gespielt haben, das hatten wir auch richtig oft gespielt. Aber wir hatten dann, wo wir dann uns nicht gesehen haben, hatten wir auch verschiedene Erfahrungen. Zum Beispiel, sie war auch lange Zeit in London, hat sie dann jetzt neue Studium in Hamburg angefangen. Und dadurch hat sie auch neue Erfahrungen und neue Ideen. Und ich war sehr positiv überrascht, als wir dann so dieses Mal erste Probe hatte. Und sie hatte solche so Ideen. Und dass wir dann wieder nochmal fast wie neues Stück wieder so arbeiten konnten. So diese Persönlichkeit und Erfahrung, also dadurch wird die Stücke manchmal so wie neu. Das ist schön gesagt, finde ich. Ja. Ich glaube, zwischen dem Konzert, wo wir das letzte Mal diese Mozart-Sonate gespielt haben und jetzt, bin ich aufs iPad umgestiegen. Das heißt, neue Noten, stand nichts mehr drin. Und ja, dann fängt man an wieder von vorne zu arbeiten. Okay. Aber ich glaube, ich glaube, das ist ganz, ganz natürlich, dass man neue Ideen hat und dann,
Also ich bin auch tatsächlich, auch als ich kleiner war, ich bin nie einer von den Geigern gewesen. Auch wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist dein Vorbild, dann könnte ich wahrscheinlich keinen Namen sagen. Es gibt so einen Geiger, von dem finde ich das Stück toll und den nächsten, von dem finde ich das Stück toll. Aber also wir versuchen nicht jemanden zu kopieren, sondern also das mit, was ich vor Frank meinte, das war auch ganz ernst gemeint. Wir versuchen unsere eigene Interpretation zu finden. Ja. Wir versuchen nicht irgendwas zu kopieren. So, ich finde, das hört man. Danke. Ja, wunderbar. Noch zum Frank. Frank war Organist. Das heißt, er hatte mit Geige an sich, und natürlich war er ein hervorragend ausgebildeter Komponist, Musiker, wie sie alle waren, am Conservatoire in Paris damals. Was macht dieses Stück so toll für die Geige? Offensichtlich ist eine tolle Komposition, aber warum ist es für die Geige so toll? Ich glaube eher, die Frage ist, was macht es fürs Klavier so toll? Ja? Weil also diese Harmonienvielfalt, glaube ich, die ja bestimmt sehr durch sein Schaffen als Organist geprägt ist, die kommt natürlich vor allem durchs Klavier raus. Also die Harmonien, die man dort hört, die Geige ist dann quasi noch so der Zuckerguss obendrauf, aber die Harmonie, die macht das Klavier. Und, oder? Doch. Aber von meiner Seite ist das so, Klavier ist halt nicht Streichinstrument, wie man sieht. Und unsere Aufgabe so quasi ist, dass wir dann auch zum Beispiel Geigenklang zu imitieren. Und wir möchten immer so, wir haben immer so Klangforschung, wie das so klingen kann, zum Beispiel Harmonie auch. Und durch Geigenstimme, durch Johannes Stimme bekomme ich auch so Ideen, so klangliche Ideen, und das mischt sich halt und das wird dann immer interessant, auch toll. Dieses Stück. Ja. Es ist toll, es ist ganz toll, dass ihr das gesagt habt, dass es so viel ums Klavier geht, weil ich habe mich da jetzt eingelesen. Es gibt auch von dem Stück, was für Violinsonaten, genau, Cello, aber nicht nur das. Es gibt auch Saxophon und. Also das ist von bis, genau. Aber die einzige bewilligte Version von Frank war, glaube ich, die für Saxophon, genau. Aber es gibt eine Version für zwei Klaviere von Alfred Cortot. Und er hat, glaube ich, noch für ganz besondere Fälle hat er eine für ein Klavier gemacht. Steht auch noch, ja. Ja. Ja, genau. Ich glaube, wir haben schon die beste Version heute Abend gehört. Die erste ist immer die beste, ja. Genau. Dann war noch eine Frage, die fand ich auch interessant. Wann hat denn, oder ich fand sie interessant, als ich die Antwort gefunden habe, wann hat Frank das Stück geschrieben? Also er hat es für, das war ein Hochzeitsgeschenk an den belgischen Geiger Isaïe, richtig? Ja. Das heißt, ich finde, das hört man aber auch sehr stark. Ich meine, die Sonate, der erste Satz, es ist eine einzige Liebeserklärung. Mhm. Die Harmonien dort und also ich glaube, die gesamte Bandbreite an Gefühlen, die man so haben kann, die kommt in diesem Stück vor. Von zu Tode betrübt bis komplett im Himmel schwebend, zu ratlos, zu sanft, zu liebevoll. Also es ist alles in diesem Stück. Ja. Da gibt es vielleicht noch eine andere Erklärung dazu, weil da stand nämlich noch, also man muss wissen, Frank war 63. Als er das geschrieben hat, also 1885, richtig. Es gibt Spekulationen, dass er das Stück 28 Jahre vorher angefangen hat. Mhm. Und zwar für Cosima von Bülow. Mhm. Ja, genau. Ja, Cosima von Bülow, die Gemahlin von Hans von Bülow, später Wagner, Richard Wagner. Sie war die zweite Frau von Richard Wagner. Also das war eine von denen, die einigen den Kopf verdreht hat. Ja. Wollen wir noch einmal die Musik sprechen lassen? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben eine klitzekleine Zugabe vorbereitet, die wir, das wird dich jetzt wieder interessieren, die auch nicht original für Geige und Klavier ist, sondern ein Lied ist für Gesang von Claude Debussy, Bossois. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit Debussy. Dankeschön.